Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Gilde 3 hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier stehe ich und bin ein wenig, ja sagen wir mal, beschäftigt. Ich fege gerade die Backstube aus. Oh, da steht. Ah, da steht da oben auf der Backstube drauf. Kann ich da auch reingucken in die Backstube? Nee. Kann ich irgendwie in die Backstube reingucken? Gebäudemenü öffnen? Das ist das. Weiß ich gar nicht. Also manchen Gebäuden kann man ja reingucken. Na gut, was soll's. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Er soll hier uns Brötchen herstellen und da ist er fleißig dabei. Und wenn hier die ersten Brötchen verkauft werden, dann bin ich nämlich auch ganz froh, weil einmal Brötchen verkaufen bringt uns richtig viel Geld. Momentan haben wir 500 Dollar oder Taler noch auf unserer Habenliste, was uns natürlich dazu bringt. Ich glaube, hier habe ich jetzt 2 Angestellte, genau, das ist auch gut so. Sie macht Wasser, das ist auch gut so für die Rinder. Das müssen wir dann aber, können wir demnächst das mal wieder einstellen, dass sie dann auch wieder ein bisschen Weizen macht für Rinder. Und dann natürlich demnächst die Gerste wieder produzieren, damit wir in der Mühle kontinuierlich Gerstenmehl machen können. Und hier haben wir wieder ein weiteres Brötchen erstellt. Das bringt uns 24 EPs, schon mal nicht schlecht, aber wie gesagt, der Preis ist natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant und wichtig an dieser Stelle. Ja, das große Ziel ist ja, Patron von Salzburg zu werden. Das heißt, dass wir hier später mal die Schenke hier am Block quasi sozusagen haben. Keine Ahnung, was die denn kostet oder sonst irgendwas dergleichen. Aber die beste Schenke denn am Haus haben und vielleicht eventuell auch hier mal ein Herrenhaus Blaues Blut. Sehr gut, also da können wir uns dann hier natürlich freiweg durchkaufen. Und vielleicht eventuell noch ein paar was Schönes bauen. Eine große Bäckerei, die beste Fleischerei. Das sind so die Ziele. Also wir haben ja hier die Möglichkeit, quasi hier eine Fleischerei oder eine Schlachter herzustellen. Der ist nicht so wichtig. Das Müllerhandwerk 2, das ist noch wichtig. Das muss man mal irgendwann freischalten, damit wir auch Kleie und Körnerbrei machen können. Weil Kleie und Körnerbrei sind nämlich wichtig für die Viehzucht nachher, für das Reitpferd und ähnliches. Und hier natürlich das Backhandwerk, ein Glücksküchlein machen oder eine Sahnetorte und ähnliches. Da kann man natürlich dann oder muss man dann natürlich noch ein bisschen hinten drauf hinarbeiten. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Hier stehen schon wieder 2, mit denen man quatschen könnte. Ich habe aber gerade keinen Charakter da, mit dem ich quatschen kann. Hier müssen Brötchen hergestellt werden. Das sieht ganz gut aus. 17, ja. Also wir haben noch kein Brötchen verkauft bis jetzt. Aber vielleicht ist das auch einfach zu teuer hier in der Backstube. Man weiß es nicht. Wo gibt es den besten Preis für Brötchen momentan? In rechter Altstadt mit 273. Sind 120 weniger als hier im Lager verkauft. Ja, das ist natürlich schon hart. Möchte man eigentlich eher so nicht haben. Aber wenn ich 2 davon verkaufe, kann ich auf jeden Fall jede Menge Fett davon mir einkaufen. Das ist halt der teuerste Posten hier bei der Herstellung. Da gebe ich immerhin 75 Taler schon mal alleine dafür aus. Dann muss man noch sehen, dass ich beim Mehl auch ein bisschen was ausgeben muss. Weil dieser Sack kostet auch 30. Also die, sagen wir mal, reinen Entgestehungskosten einmal von einem paar Brötchen sind schon nicht so gering. Also da muss man ehrlich sagen, ist dieser hohe Preis gerechtfertigt. Aber gut, wir haben jede Menge Arbeit dort reingesteckt, damit das funktioniert. Und haben jetzt halt eben die Option, dann daraus auch was Schönes zu machen. So, mache ich jetzt erst Gerste mit dir, hole dann nochmal Wasser oder mache ich erstmal Weizen mit dir wieder? Ich glaube, die junge Frau, das geht schnell. Die macht erstmal Weizen. Jawohl. Wieder. Wenn sie dann wieder da ist, dann kann ich auch das Wasser darüber laden. Denn jetzt hat sie ja erstmal wieder für gar nicht mal so viel Weizen. Aber macht ja nichts. Wenn sie jetzt noch ein bisschen Weizen dazu macht, dass er dann wieder bei 45 Weizen sind, dann kann ich sie auf Gerste umsetzen und dann muss sie Wasser machen wieder. Oder wir müssen dann nachher unseren Brotbäcker hier, aber der hat natürlich auch nichts zu tun. Das dauert eine ganze Weile. Und das wird auch noch eine ganze Weile so langwierig sein, aber es ist halt so. Das haben wir uns so ausgewählt. Unser Kind übrigens können wir ab dem Alter von 5 Jahren dann auch steuern und können mit ihr ein bisschen hier durch die Stadt laufen und eventuell dann auch, sie ausbilden, genau, das Wort hat mir jetzt gerade gefehlt. Also da können wir so ein bisschen ausbilden und können sie natürlich aber auch benutzen als sozusagen Handelsträger durch die Gegendlauf, Heini, sonst irgendwas dergleichen. So, also da geht was. So ist es nicht, ne? Also da, ja, hier kauft doch noch keiner Brötchen. Na, mal gucken, ob das über Nacht dann besser wird.
Denn nichts ist doch schöner als frühmorgens. Und das muss ich wirklich sagen. Also das ist bei mir persönlich ist es wirklich so. Wenn du frühmorgens schön am Tisch sitzt, muss nicht unbedingt ein Sonntag sein, kann jeder Morgen sein, wo man ein frisches Brötchen hat, dieses dann aufschneidet und der Duft alleine und dann schön ein bisschen Butter drauf und jetzt kommt's Nutella oben auf die Butter oder halt dann doch eher, guck mal hier, da war schon wieder einer, dieses Banditen hier, ne? Diese Banditen. Und dann eben auch richtig schön lecker. Jetzt haben wir 192 Taler verdient. Da hat einer uns 6-mal Honig abgekauft. Auch Honig bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Aber sehr schön, dass auch ein bisschen Honig verkauft wurde schon. Gut, läuft. Also das kann ja, dass das, ja, mal gucken, wie das mit dem Brötchen wird. Dass wir dann jetzt hier noch einer, warte mal, ich werde das Verkaufslager hier mal auch mit den Lagerregeln erhöhen, dass ich hier sozusagen 5 Brötchen immer im Verkaufslager habe. So, müssten die zwei hier auch rüberschiften. Dann haben wir nämlich 4 Brötchen dort oder 5 Brötchen im Verkaufslager. Dann kann er einer mal für 1500 bei mir die Brötchen einkaufen. 1800 haben wir jetzt schon wieder. Das finde ich sehr gut. Der nächste Titel kostet uns ein bisschen was. Den brauchen wir dann auch, um als, also hier müssen wir Patrizier werden. Ja, kommen wir mit unserem Landwirtschaftsbetrieb nicht weiter. Aber als Beisatze können wir zum Beispiel dann den Schlachter machen und dann aus Schweinefleisch Fett herstellen und aus dem Rind quasi Rindfleisch und Leder herstellen. Ich muss aber mindestens Bürger werden, um mein Betriebslimit 1 zu erhöhen, oder? Dabei sagst du, da kriege ich kein Betriebslimiterhöhung. Nee, da kann ich bloß ein bisschen was machen, aber wie gesagt, ich muss dann bis zum Bürger durchkommen. Dann kann ich auch die Schlachterei bauen. Das kostet uns noch einiges an Geld und das müssen wir alles uns verdienen, bis unsere Tochter 5 Jahre alt ist. Die erste, weil die wollen wir ja auch zur Schule schicken. Das können wir nämlich auch erst ab beim Bürger. So, jetzt haben wir hier wieder 44 mal Getreide schon wieder drin. 45 wollte ich machen lassen. Sehr schön hat sie. So, dann gibt es jetzt Gerste. Da brauchen wir 40 mal Gerste, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, 40 mal brauche ich Gerste. Ne? 2 Gerste, 1 Sack sind Mehl. So, die kann sie dann jetzt auch noch schnell herstellen. Und dann muss sie Wasser machen. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann noch Wasser im Inventar. Ja, ein bisschen jetzt noch im Inventar. Erledigen, aber trotzdem 80 Wasser gehen. Nee, 40 Wasser gehen jetzt nochmal weg, während sie die Gerste herstellt. Und wie sieht es hier mit den Brötchen aus? 4 Brötchen sind drin. Das 5. Brötchen kommt jetzt dazu. Also, kommt, liebe Leute, so holt euch doch ein Brötchen schön zum Frühstück. Also wirklich, das ist richtig was Leckeres. Ein schönes, frisches Brötchen zum Frühstück. Muss ich ehrlich sagen. Also, da freue ich mich auch immer drauf. Wenn ich dann am Wochenende oder vielleicht mal in der Woche auch einen Tag frei habe und mir einfach diesen Luxus gönnen kann, früh morgens ein schönes, frisches Brötchen. Ich meine, theoretisch könnte ich es ja auch auf Arbeit machen. Ne? Also man könnte ja sich Dinge mit auf Arbeit nehmen, einfach schnell und dann ein schönes, frisches Brötchen auf Arbeit zurecht machen. Hat auch viel Schönes, muss man sagen. Also es gibt auch bei uns, glaube ich, auf Arbeit eine Mettbrötchen-Gruppe, also die sich dann in WhatsApp abreden, wann sie denn Mettbrötchen essen. Auch nicht schlecht, da habe ich noch keinen Aufnahmeantrag gestellt, aber ich könnte da auch durchaus aufgenommen werden. So, 1891 Taler haben wir, das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich die Angestellten, also ob die, ich glaube, die haben keinen monatlichen Preis, ne? Bin mir da aber nicht sicher. Denkt das immer, dass ich die irgendwie bezahlen muss. So, da holt sich jemand eine Kuh bei uns. Und das ist doch schon mal schön. Haben wir wieder eine Kuh verkauft. Statistiken. So, Betriebe haben wir 3 zum harten Brot. Da haben wir bis jetzt Einnahmen 192 gehabt und 94 Dollar Ausgaben. Die Hufe hat 1300 Dollar Ausgaben, Taler Ausgaben gehabt, aber schon 8000 eingebracht. Und die Windmühle, ja, die hat nicht allzu viel eingebracht, ne? Das ist klar. Die hat mehr Ausgaben eigentlich als Einnahmen, aber sie ist ja für uns auch bloß für die Zwischenproduktion zuständig. So, Gerste ist genügend da. Dann Wasser machen. Wassermarsch. Holen wir noch ein bisschen Wasser ran. So, was haben wir hier Schönes? Brötchen haben wir 5 Stück auf Lager. Sehr gut. Immer noch keins verkauft. Naja, haben wir schon ein bisschen Honig. Macht das 6. Brötchen. Also er soll die 40 Brötchen ruhig durchproduzieren. Oder die 20 kann er machen, ne? 20 Brötchen gehen. Ja, 20 Brötchen gehen.
Vor 20 Mal davon haben. Die kann er jetzt durchproduzieren. Das sollte jetzt. Dauert aber auch wirklich lange, so ein Brötchen, ne? Also das ist hier irgendwo die Zeit dran, wie lange er braucht dafür, um das herzustellen. Anzahl 24, ja, 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 nee, nee. Für Erweiterung, Produktivität kann ich hier erhöhen. Um 5. Aha, erhöht die Produktivität des Gebäudes um 5. Weiß ich nicht, wie viel schneller ich dadurch werde, aber naja, gut. Arbeiter kann ich einen noch mit einstellen, weil das werde ich hier alles nicht bauen können. Verkaufsschlag, Brandschutz, Verkaufslauf, Lagerfläche, Vogtnecht. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Schutz vor Krankheiten, Gebäudeschutz, ja, da muss man ein bisschen was machen. Kundenzufriedenheit können wir natürlich auch noch erhöhen. Ja, aber gut, da habe ich jetzt das Geld gerade nicht für. So, wir haben zumindest erstmal alle Betriebe, die wir brauchen oder die wir haben können. Gebäude aufwerten geht noch nicht. Ja, das Talent haben wir noch nicht, okay. So, sie holt erstmal ein bisschen Wasser ran, das ist wichtig. Damit meine beiden Rinderzüchter, wenn es denn heute wieder losgeht, im Sommer 1405, dass sie dann auch richtig schön was machen können. Gut. So. Ja, ich würde sagen, wir spuren ein bisschen vor. Das kann jetzt ein bisschen schneller gehen hier. Da können wir ruhig mal 4 laufen lassen, dass das hier ein bisschen produziert wird. Denn ansonsten passiert jetzt hier gerade nicht viel Wichtiges. Außer, dass hier Brötchen hergestellt werden und dass hier Wasser hergetragen wird. Ich kann momentan nicht wirklich viel was anderes tun, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. So ist das Spiel aufgebaut und wir spielen es halt auch schwer. Und jetzt hat hier einer zugeschlagen. Hier hat einer richtig schön die Brötchen rausgekauft. Wir haben 1900 Taler gekriegt. Das müssten umgerechnet 4 Brötchen. Nee. 5 Brötchen müssten es gewesen sein, mindestens. Also da hat einer mal den ganzen Brötchenbedarf für das sommerliche Frühstück geholt, so wie es sein soll. Das ist sehr gut. Also das gefällt mir sehr gut. Damit habe ich gutes Geld verdient. Das ist gut. Das hilft mir jetzt sozusagen den Beisassentitel zu bekommen. Ja, genau, den Beisassentitel einfach zu bekommen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlechte Idee. Wenn wir dann Beisasse sind... Können wir Flöhe freilassen, warum auch immer wir das machen sollten. Öffentliche Arbeits können wir machen, Beziehungen ausnutzen. Und eine Lagerscheune können wir uns bauen. Das ist jetzt erstmal nichts, was ich jetzt zwingend bräuchte, aber naja. Gut. So, und dann müssen wir Einfluss langsam farmen, damit wir dann für den Bürger, die mit den 3500 Talern und 500 Einfluss den Bürgertitel kriegen, damit wir dann hier auch die Schlachterei nutzen können und den Betrieb bauen können. Hier müssen wir dann auch Bürger sein, okay. Das heißt, also bist du Patrizier vor, damit wir auch dieses Gebäude haben können. Denn die Bewirtung möchte ich gerne auch machen. Aber als Bürger kann man natürlich dann auch das Recht, schon in der Stadt zu bauen. Was natürlich auch von Vorteil ist. Wir werden unsere Schlachterei auch direkt in der Stadt bauen, damit wir dann da keine Probleme kriegen. Später, aber ich glaube, da kriegen wir eh keine. Den kann ich sowieso überall bauen, glaube ich. Glück, so. Euer unermüdlicher Tatenraten hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. So, wir dürfen einen neuen Titel tragen. Wir sind Beisassen, wir sind auf Stufe 4. Das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz dann irgendwann Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Beziehungsweise unsere Leistungen rühmen, die wir schon gemacht haben. So, 42 mal 3 sind 120. Jo, wir haben genügend Wasser. Du kannst mal mit dem Wasserholen aufhören. Wo bist du? Bleibst du denn da stehen oder gehst du wenigstens zurück? Nee, du gehst nicht zurück. Okay, dann gehst du jetzt einmal zurück. Dann machst du jetzt Mehl, beziehungsweise, nee, du machst Öffentlichkeitsarbeit. Du wirst jetzt mal durch die Gegend rennen und unsere Errungenschaften rühmen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. So, dann nimmst du mal das Wasser hier rein. So. Bestätigen. Theoretisch müsste ich jetzt eigentlich einen Arbeiter einstellen, der dann hier noch wieder mal arbeitet für mich. Ja, komm, wir stellen hier noch einen Arbeiter ein jetzt. Achso. Auch ist hier jetzt Angestellte geführt. Hier bin ich. Muss ich es immer ganz kurz rausholen. So, geh mal ins Haus. Geh mal hin zum Ponyhof. Das Leben ist kein Ponyhof. Dann stellen wir hier einen weiteren Mitarbeiter ein. Und dieser wird jetzt erstmal auch mit an der Rinderfront arbeiten. An der Rinderfront arbeiten, dass wir noch ein paar mehr Rinder haben hier.
Wir müssen dann uns irgendwann das mit den Schweinen hier machen. Also da muss ich dann mal ein bisschen Kräuter, Hütte, Schweine kann ich ja schon herstellen, ne? Wasser und was brauche ich? Sumpfwurzel. Kräuterkunde 2 braucht man dafür an der Kräuterhütte. Da müssen wir mal gucken, dass wir das kriegen. So, meine liebe Uta, du musst jetzt mal rühmt unsere Erfolge machen. Ja. Und dann werden wir auch einmal der Kirche spenden noch. Warte mal, mache ich das vorher, der Kirche spenden? Oder, ach, ich rühme erstmal meine Erfolge und gucke erstmal, was sie so bringt dabei, wenn sie hier rumläuft. Das sollte ja dann immer mal wieder dann hier beim Ruf quasi hochgehen oder beim Einfluss, besser gesagt, nicht beim Ruf. Und dass wir unseren Einfluss dadurch ein bisschen steigern und wir da, ja, sagen wir mal, den Bürger irgendwann uns leisten können. Aber man sollte mit der Tagesproduktion Brötchen, die hier rauskommt, das müssen ja 6-7 Brötchen mindestens sein, sollte man dann auf jeden Fall den Bürger kaufen können, früher oder später. So, jetzt hat sie das schon einmal durchgeführt, aber ich habe hier oben nichts gesehen. Was ist los hier? Dynastie Schröder sind gute Leute, ja. Ich bin gerade verhindert. Hat das keiner gehört oder was? Wo erzählst du das? Könnte man ja auch mal hier machen. Aber egal. Gut. Okay. Dann steht sie da rum und macht das da. Soll uns eigentlich immer 5 Einfluss geben. Vielleicht hat sie auch schon gegeben. Ich weiß, ich habe es nicht mitgekriegt. 110 kann ich mir merken. Mal gucken, wie es aussieht, wenn sie denn durch ist mit ihrem Auftrag. Da müssten wir vielleicht mal gucken, was uns diese Spende bei der Kirche, die bringt uns 38. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber kostet halt auch 200 Geld. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste sie doch gleich durch sein da. Bringt eure Erfolge. Sie hat auch ein paar Leute dabei gehabt. Jo, sehr schön. 5. Und dann nochmal jeweils 2 dazu. Sind 9 Einfluss, die wir dadurch gewinnen konnten. Gut, dann lass sie das mal machen da. Weiterhin. Und, habe es 500. Nicht unbedingt, aber. Wir gucken mal, wie das hier aussieht. Amtsträger ernannt. Ja, da haben wir noch nichts mit zu tun. Geld haben wir 1400. Irgendwann muss ich dann mal 20 Kühe oder so verkaufen in der Stadt. Wie sieht's hier aus? Da liegen 5 Brötchen im Lager, im Außenlager. Sehr gut. Ja, allzu viel kann er gar nicht mehr machen, ne? Also, na gut, ja, wir haben insgesamt bis jetzt 5 Brötchen verkauft, ne? Mal gucken, wenn wir jetzt jeden Tag 5 Brötchen verkaufen, geht's ja auch. Produzieren tut er mehr. So, hier hat mich wieder was irgendwas 49 gekostet, aber garantiert hier wieder so ein blauer Wicht hier bei mir in der Nähe. Mag ich immer nicht so ganz, aber gut, willst du machen, ne? Kannst du nicht ändern. So, sie unterhält hier die Leute. Oh ja, sie unterhält die Leute hier aber scharenweise. Die Marktvögtin ist sogar bei mir. Interessant, interessant. Gute Geschichte. Schade nur, dass ich sie euch nicht glaube. Naja, gut. Oh, wirklich? Also das hat auf jeden Fall jede Menge Punkte hier gebracht. 5. Eieiei. Das hat richtig Punkte gebracht. Also da haben wir jetzt richtig Einfluss gewonnen. Sehr schön. Also das, Mensch, du machst das ja richtig gut. Uta, hätte ich ja gar nicht erwartet. Gut, weiter so. Dann erzähl mal hier. Hier, sie quatscht hier von der Dynastie Trommler, dass das tolle Leute sind. Irgendwo wird hier einer angegriffen. Und das hier, Polizei. Dich. Ah, jetzt hört er mir sogar zu. Dann mal gucken, ob wir den jetzt auch davon überzeugt kriegen, dass wir gute Leute sind. So, also, wir müssen ein paar Erfolge, müssen wir natürlich mal rühmen. Gut, okay, so. Ein Brötchen immer noch. Geld ist immer so ein bisschen am struggeln. Immer mal wird es mehr, mal wird es weniger. Aber ist okay, wir bleiben bei 1400 stehen. Wir haben über 20 Kühe hier zum Verkauf. Okay, das muss man natürlich dann jetzt wirklich mal machen. Dass ich da mal 20 Kühe verkaufe. Bist du gerade fertig hier? Ich kann gerade nicht. So, wenn du fertig bist, dann musst du mal Kühe verkaufen gehen. Und zwar so weit weg wie möglich. Am besten hier hinten sogar. Gucken wir mal, wo ist hier der Marktplatz? So. Was bietest du mir für eine Kuh? Hm. Alle Waren. Okay. Du hast keine Kuh am Markt. Bedürfnisse, Preisentwicklung. Ja. Keine Ahnung. Okay.
Naja. So. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Kannst ja gerade unmöglich weg, weil du gerade wieder beklaut wurdest, okay? Aber du hast nochmal ein paar. Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? Erdäpfel? Ja, ich die kann man essen. Ich habe ziemlich Hunger, ja. Dann geh mal ganz kurz hier in unseren Laden oder unsere Hufe. Da musst du mal 20 Kühe holen, die musst du mal verkaufen. Mal 20 Kühe verkaufen, das bringt auch schon mal ordentlich Geld. Dann haben wir die nächsten paar tausend zusammen. Dann kann man sich dann auch dementsprechend mal irgendwann Leute leisten, die dann das automatisch für einen machen. Vielleicht dann auch einen Fuhrknecht denn hier hinbringen. So, beschaffungsmäßig braucht es ja nichts machen, aber dann kann er dann mal was verkaufen. Dann haben wir einen mit Rinder, einen mit Dings. Gerichtsverhandlung ist beendet. Gegen Julian. Taschendiebstahl. Ein Beweis. Urteil. 23 Taler Bußgeld. Naja, ist okay. So. Bin ich denn jetzt langsam mal hier? Wo läuft sie denn? Ah, da läuft sie ja. Immer mit ihrer wehenden Fackel gut zu sehen. So. Meister, ich muss dringend mit euch reden. Überall im Gebäude hört man es trappeln und nagen. Hä? Bin schon dran. Diesmal erwische ich die Nager. Ich hab Durst. Wer ist denn das? Bin schon dran. Das bleibt nicht ewig frisch. Wir sollen nicht Kühe machen. Bis zum Essen ist das fertig. So, okay. Gut, der soll Kühe machen. Ohne Fleiß kein Preis. Oder geh mal hier an den Marktplatz, bitte, und verkauf. Ja, ja, du hast eine Kuh in der Tasche, Mensch. Beiß doch der Kuh ins Bein. Da wirst du auch satt von. Jetzt das Maria und ihr Josefinchen. Also, die hat aber auch mal Vorstellung. So, jetzt hat einer meinen letzten Honig weggekauft. Auch gut, bringt 32 Taler. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Freut mich ungemein. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Wir werden in der nächsten Folge hier die Kühe verkaufen, werden dann weitermachen, sind ein aufstrebender Bürger hoffentlich demnächst und können uns dann halt auch in der Stadt um Gebäude kümmern und uns da weiterentwickeln und hier natürlich so das ein oder andere hinbauen, was zu unserer Zunft gehört. Wir wollen natürlich der Patron von Salzburg werden und das geht natürlich dann wunderbar hier in dieser Stadt, wenn wir hier unsere Schenke nachher aufbauen und alles, was dazugehört. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.